Jo meine Freunde, was geht? Und gestern hat dann auch noch endlich Haas vorgestellt, ihr neues Auto für 2021. Mir fällt nur ein Wort dazu ein und das ja, es ist eher so, wie soll ich sagen, Russland. Aber was das Ganze zu bedeuten hat, gucken wir uns in dem Video mal an. Wir gehen auf die Neuheiten ein und natürlich auch auf die Fahrerpaarung und das Aussehen, was überdurchschnittlich gut sogar ist, muss man sagen. Nach 9 Jahren Schumacher Abliebigkeit, also dass kein Schumacher mehr in der Formel 1 ist, geht es jetzt 21 wieder los mit Mick Schumacher, der ja jetzt das Teammitglied ist von, ja, neben den Marken, CNC ist ein Unternehmen aus North Carolina, das ist eigentlich schon länger auf dem Auto drauf, gibt es jetzt auch ein neues, ja, fast Hauptsponsormäßiges Logo, das auch im Namen von Haas drin ist. Es ist Uralkali und dass diese Firma, dreimal dürfte raten, eine russische Firma gehört, Dimitri Mazepin, den Vater von, ja, Nikita Mazepin, dem, ja, Teammate von Mick Schumacher. Und das ist halt, ja, der hat sich da eingekauft mit seinem ganzen Team. Es sieht eigentlich fast aus wie ein Uralkali-Team, weil es sind wirklich nur die russischen Fahnen drauf und so weiter. Und ja, Mick brauchte keine Sponsoren. Endlands ist zwar ein deutscher Sponsor, ich weiß jetzt nicht, ob die mit Mick gekommen sind und einfach nur so, weil jetzt ein Deutscher fährt, das Team Schweiz ist, oder nein, das Team ist USA, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Also ich weiß es nicht genau. Wir gucken uns mal die ersten Bilder an. Hier das erste Bild. Wir gucken uns mal den Trailer an. Also so dieses Video, das es so gab und... ich konnte kein richtiges Video finden, deswegen gibt's hier eins von Ads True, von WTF1. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier gibt's nämlich original, sie haben nämlich den Launch nicht so raufgestellt wie die anderen Teams. Hier gucken wir uns das im Hintergrund mal an. Da ist doch die erste Fahrt vom letzten Jahr. Und auch schon das Testsitzen von Mick. Das und auch ein paar Änderungen wurden natürlich am Sessel und so weiter vorgenommen. Hier haben wir dann das erste, ja, Pick sozusagen. 1&1 und Uralkali sind die Haupt Sponsoren von dem Ganzen und das ist halt ziemlich interessant. Wird das Team dieses Jahr endlich mal ein bisschen besser werden? Die Neuheiten, ja, sagen es eher nicht so und ja, deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch, was das bedeutet. Hier haben wir auch dann Gene Haas, den Gründer und, ja, eigentlich Hauptinvestor des Teams und natürlich Günther Steiner, den, übersympathischen Teamchef von Haas halt. Der ist wirklich echt, der steht hinter seinen Fahrern und da haben wir die ersten Bilder der Aufnahme. Wunderschönes Auto, muss man sagen. Das Ding ist halt, ich weiß es nicht, wenn ich Mick bin, ob ich es feiern würde, in einem Russland-Car zu fahren, obwohl ich Deutscher bin. Ich meine, es ist doch klar, dass das auch die Farben des Hauptsponsors sind und ja genau, ein New Look. Und das ist halt das auch, was am meisten auffällt. Und ich dachte mir auch zuerst, 1&1 ist safe mit Mick gekommen. Aber nein, der hat da gar keine Sponsoren gebraucht, weil eben Günther Steiner von ihm so überzeugt wurde und der natürlich auch den Titel geholt hat. Und da haben wir auch schon die ersten Lufteinlässe. So, das ist neu, dieses ganze Blech da hinten ist neu. Das heißt, das wurde alles ein bisschen verschmälert, aber wir gehen dann natürlich auf das Ganze noch akribischer später ein. Da von hinten, die Picks sind gut. Und ich würde mal sagen, so bei... Genau, Haas einfach... Ein Team halt, was nur durch einen finanziert wird und es ist fast eine, ja, hier haben wir den Vergleich mit Ferrari, fast eine 1:1 Übernahme des Ferraris. Die fahren, glaube ich, auch mit einem Ferrari-Motor dieses Jahr noch und das sind doch mit die einzigen, die noch auf den Ferrari-Motor setzen und deswegen ist es umso schwieriger, weil der Ferrari-Motor ein richtiges Down hatte und ja, warum man nicht den Motor wechselt, natürlich glaubt man auch daran, dass Ferrari wieder besser wird. Man hat da wirklich die russischen, ich meine, es ist jetzt nicht die Russland-Flagge, aber man hat halt dann diese drei Farben, die halt dann sehr an Russland angeschmeichelt sind. Und genau, diese Lufteinlässe, das ist schon mal mit an die größte Revolution 2021 des Teams. Und ja, ich würde sagen, hier bei 2 Minuten 20 hören wir mal auf, weil das Ganze sowieso unnötig ist. Wir gucken uns mal jetzt die Bilder an und können da ein bisschen selbst drauf reden. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, das erste Bild von vorne. Da haben wir also den wunderbaren Haas 2021. Wie gesagt, Uralkali, Pirelli muss, glaube ich, auf jedem Auto draufstehen. Und das war's dann eigentlich schon. Also viel, viel mehr hat man da nicht. Und 1&1 natürlich, das war's mit den Hauptsponsoren. Haas hast du noch hinten vertreten, natürlich, weil es ja auch das Team ist. Geh mal weiter hier von der Seite. Das Pick hatten sie letztes Jahr schon. Ist ziemlich gut gewählt. Sieht ein bisschen actionreich aus. Ist aber schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Und da hast du
Genau, jetzt auch Uralkali da vorne stehen. Hinten steht es auf der Seite drauf und das ist halt, wie gesagt, so an Mazepin natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob er dadurch Vorteile hat. Was glaubt ihr, bekommt er dadurch Vorteile, dass er sich ins Team eingekauft hat, sozusagen? Weiß ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Günther Steiner ein sehr korrekter Teamchef ist. Aber natürlich wird man da auch nicht weggucken können, wenn der da seine Millionen reinsteckt. Chemieunternehmen, glaube ich, ist das. Weiter geht's von oben und das ist eine ungewöhnliche Perspektive. Man sieht jetzt hier wirklich diese Lufteinlässe, die links und rechts auf dieser Platte. Das ist eigentlich die größte Innovation. Wir werden aber da nochmal eingehen. Von hinten hast du ja auch einen guten Blick und von der Seite da nochmal. Und ja, 47 ist, glaube ich, Mazepin sollte das sein. Kann aber auch Mick sein. Ich weiß die Nummer noch nicht. Seid mir nicht böse. Und von der Seite da sieht es auch ordentlich aus. Auch der rote Strich unter Haas. Man sollte eigentlich glauben, das sticht sich. Macht es aber gar nicht. Das sieht gut aus. Und gehen wir jetzt mal auf das Grundlegende an. Die Neuheiten. Kommen Weiterentwicklungen beim Haas. Habe ich vorhin schon gesagt. Das Geld ist natürlich der Grund. Man hätte zwar 145 Millionen an Obergrenze, aber das hat eine One-Man-Show wie, also ich will nicht sagen One-Man-Show, aber ein Mann-Team-Chef, der ja eigentlich eher auch der Hauptinvestor noch ist, Gene Haas. Und ich glaube nicht, dass der jedes Jahr 200 Millionen reinstecken kann, weil er auch Begrenzungen hat mit seinem Vermögen. Und deswegen, ja, Tokens haben wir auch, ist auch ein großes Thema. Haben sie nicht investiert, sie wollten kein Token verwenden dieses Jahr. Und sie haben freiwillig auf die Tokens verzichtet, haben nichts übernommen, haben gar nichts gemacht. Modifikationen haben sie eigentlich in dem Sinn nur gemacht, indem sie das Auto so bereit gemacht haben, dass es halt 2021 antreten darf. Und das ist halt, das heißt, der Unterboden und so weiter, wie wir auch die letzten Male schon gesagt haben, und so weiter. Also das Heck auch nach innen gezogen ist, zusammen mit einer Beschneidung des Diffusorfinnen und der Winglets. Genau, das ist alles nur so ein Geklavere an den hinteren Radträgern. Soll den Abtrieb um 10% senken. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, den Abtrieb um 10% senken. Aber das ist natürlich das neue Reglement. Um wenigstens einen Teil davon zurückzubekommen, hat Haas immerhin ein paar kleinere Änderungen an den Leitblechen. Genau, wie vorhin schon gezeigt, diese Striche. Das ist eigentlich ihre größte Innovation des Jahres 2021. Man kann es ihnen nicht böse sagen, weil sie sind wirklich eines der schlechtesten, ja, eigentlich eines der ärmsten Teams überhaupt mit Williams und ja, eigentlich sind das die schlechtesten, die am schlechtesten dastehen Teams. Und das ist natürlich auch schade. Also wirklich, das ist echt sad. Gehen wir nochmal auf die Vergleiche ein. Hier, Vergleich Nummer 1. Genau, fast 1 zu 1. Okay, nicht so radikal wie letztes Jahr. Und da haben wir den ersten Blick drauf. Und auf den ersten Blick fällt wirklich keine große Änderung auf. Die haben da wirklich, ja, vielleicht ist das ein bisschen bauchiger beim 2021er, dieses, was da vom Motor so runtergeht, also von der Spitze runtergeht, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten, die da geändert worden sind. Platz Nummer 2, Roux, hier von vorne, und da ist auch, sieht man sogar, dass die Nase 1 zu 1 übernommen wurde. Die haben da wirklich jetzt, ja, nicht das Größte geändert, nur halt, dass es den Regeln entspricht. Es ist halt ein bisschen schade, muss man sagen. Da hast du das Auto nochmal von der Seite und da sieht man auch, wie man sieht, sieht man nichts, also wirklich. Größte Änderung wirklich die Lackierung. Und natürlich jetzt, auf das wir jetzt nochmal eingehen werden, auf die Fahrerpaarung. Und die ist dieses Jahr ziemlich neu. Sie haben sich für zwei Rookies entschieden, die noch keine Formel 1 Erfahrung haben. Also man darf ihnen natürlich den ein oder anderen Test, der ja von Mick sogar, okay, fangen wir mal an, Mick Schumacher, 0 Wins natürlich, 0 Starts und ja, natürlich, hatte den Formel 2 Titel in der Tasche von 2020. Das darf man hier natürlich nicht schlecht reden. Aber Erfahrung keine. Nürburgring hätte er zwar testen dürfen 2020, also letztes Jahr, hat aber der Nebel leider zunichte gemacht. Genauso wie von Caleb Eilert und den anderen allen, die da testen wollten. Das war so dieses große Testwochenende. Da durfte er nicht testen und das war auch der einzige Test noch, den ihn so, jetzt ruft die Reitung, bitte. Nein, aber das war auch der einzige Test zu, den man machen hätte können, um zu sehen. Aber ja, das war's dann. Also, er hat keine Formel 1 Erfahrung. Ohnehin, Nikita Mazepin, der zweite Fahrer, sehr, sehr negativ aufgefallen, überhaupt über manche Frauenbilder und so weiter. Trotzdem hat es nur so eine Verwarnung gegeben von Haas.
jetzt weiß man natürlich auch warum, weil ich meine, wenn der Vater der Hauptsponsor des Teams wird, dann ist natürlich schwierig zu sagen, Mann, wir werfen dich raus oder so, weil der Vater sagt auch, dann gib mir meine Kohle zurück oder so. Und das ist natürlich ziemlich selbstsagend. Natürlich auch 0 Wins, 0 Starts und so weiter. Und der Ersatzfahrer wird, der hat die meiste Formel 1 Erfahrung von den dreien. Pietro Fittipaldi sein, der ist auch die letzten zwei Rennen gefahren. Die letzten zwei Stadt Grosjean. Und der hat da auch schon Ersatzfahrer-Erfahrung. Und ich finde das Auto ziemlich cool. Ein bisschen blöd, dass es jetzt so ein bisschen ein Russland-Car wird, aber trotzdem. Wie findet ihr das Auto? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich später nochmal zu einer Reaction und ciao! Hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah.